too long, our culture has said, if it feels good, do it. Now America's embracing a new ethic and a new creed. Let's roll. On this February day, as this nation stands at the brink of battle, every American on some level must be contemplating the horrors of war. And yet, this chamber is, for the most part, ominously, dreadfully silent. Ah, you can hear a pin drop. Listen. There is no debate. There's no attempt to lay out for the nation the pros and cons of this particular war. Bekanntlich sagt man immer, das Erste, was in einem Krieg stirbt, ist die Wahrheit. The danger to our country is growing. If someone is waiting for a so-called smoking gun, it's certain that we will have waited too long. But we now know that Saddam has resumed his efforts to acquire nuclear weapons. Wir finden, egal in welchem Krieg, immer wieder die Täuschung des Gegners seitens des Angreifers. Angriff ist immer spannend, weil Angriff immer mit Trick, mit Überwindung der Regeln zu tun hat. Wir können die Täuschung des Gegners auf verschiedenste Art und Weise immer wieder nachvollziehen. Heutzutage heißt sowas False Flag Operations. My fellow Americans, renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action. Wie wir ja jetzt wissen, war ja der angebliche Angriff der nordvietnamesischen Torpedoboote auf einen amerikanischen Zerstörer absolut erfunden, frei erfunden. Aber Präsident Lyndon B. Johnson hat diese Lüge verwendet, um den Vietnamkrieg zu begründen. Und wir wissen ja auch schon vom ersten Golfkrieg, dass der Anlass... They took the babies out of the incubators. They took the incubators and left the children to die on the cold floor. Das war ein inszenierter Hollywood-Event, der dann der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, warum man jetzt da losschlagen muss. They had kids in incubators and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. Ich erinnere aber auch an Bologna in den 70er Jahren. Also die Anschläge auf den Bahnhof in Bologna, von denen man 15 Jahre später herausbekommen hat, dass sie geplant waren vom italienischen Geheimdienst zusammen mit der CIA, weil es zu verhindern galt, dass in Italien eine Mitte-Links-Regierung unter Einschluss der kommunistischen Partei an die Macht kommt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man eine False Flag Operation macht, um sie anderen in die Schuhe zu schieben. Operation Northwoods 1962 ist ja ein Zeichen dafür, dass es in einer demokratischen Regierung Überlegungen gibt, einem anderen Staat konkret geplante Anschläge in die Schuhe zu schieben und die Spuren so zu legen, dass kein anderer Schluss bleibt für die Öffentlichkeit. Jawohl, das waren die Kubaner. Es sollte eine solche Kriegshysterie erzeugt werden, dass daraus dann die Legitimation, die Rechtfertigung zum Eingreifen in Kuba stattfand. Das hat Kennedy damals verweigert, hat es nicht gemacht. Aber immerhin, es waren alle Stabschefs von Army, Air Force, Marines und wen gibt es noch, Navy, waren alle einer Meinung, dass man das machen sollte. Nach der Philosophie der Neokons sind das alles noble Lügen. Die Elite, die regiert, die muss einfach manchmal diesem dummen Volk irgendwelchen Quatsch erzählen, damit sie zum Wohle des Ganzen agieren kann. Das ist üblich, das ist normal und der 11. September reiht sich meiner Ansicht nach
in diesem Zusammenhang ein. Sie haben Ihre Spuren vorher so gelegt, dass man sie hinterher nach dem 11.09. sofort aufklären kann. Und die Spuren, die eigentlich gelegt worden sind, nämlich wie diese Flugzeuge entführt worden sind, vielleicht auch ferngesteuert worden sind, wie diese drei Gebäude im freien Fall zum Einsturz gebracht sind, da sind die Beweise so schnell wie möglich beseitigt worden. Das spricht alles für eine Tat unter falscher Flagge. Der offizielle Unsinn, der uns präsentiert wird, ist, dass während noch Flugzeuge in der Luft waren, schon bei den ersten Flugzeugen die Passagierlisten durchgeguckt wurden, wer es denn gewesen sein konnte und dass man dort arabisch klingende Namen gefunden habe. Um 5.33 Uhr fährt Mohammed Atta mit seinem Mietwagen zum Flughafen in Portland. So angeblich sei in dem Mietwagen eine Fliegeruniform, ein Koran und arabische Flughandbücher gefunden worden. Wenn ich Flughandbücher brauche, womöglich, um zu fliegen, warum gebe ich das dann auf und nehme es nicht mit ins Handgepäck? Da stimmt's. Die Story stimmt einfach nicht. Es wird uns eine Story erzählt, in der man so richtig offensichtlich, plakativ, dumm Beweise uns unterjubeln will, nur sie passen nicht zusammen. Die zweite Tasche sei angeblich hängen geblieben auf dem Transfer von dem Portland-Flug zum Boston-Flug, also zur American Airlines 11. Also von allen Passagieren, die ihr Gepäck aufgegeben haben, ist ausgerechnet die zweite Tasche von Mohammed Atta, da war dann das Testament drin, auch hängen geblieben. Welchen Sinn macht es, ein Testament der Nachwelt zu hinterlassen, wenn man nicht sicher ist, dass es der Nachwelt zur Verfügung steht? Gleich am nächsten Tag präsentierte der FBI-Chef von New York einen Pass, den er im Schutz des World Trade Centers gefunden haben wollte. Not far from here, a passerby found the passport of one of the hijackers. In dem Moment, in dem er in das World Trade Center reingeflogen ist, muss dieser Pass durch den Feuerball hindurchgeflogen sein, sich noch eine Stunde in der Luft rumwirbelnd aufgehalten haben, bis das World Trade Center zusammengefallen ist und dann auf den Schutt oben drauf gefallen sein. Es dient nur dazu, die Bevölkerung in die geistige Nähe zu rücken. Es muss sich um einen Muslim gehandelt haben. Wir haben hier Beweise, aber diese Beweise sind, ja, gepflanzt. Dann kam ein Video von ihm, wo man ihn im Grunde genommen nicht erkennt, mit zwei Daten übereinander, die nicht übereinstimmen, also unterschiedliche Uhrzeiten, also irgendwas muss manipuliert gewesen sein. Das Foto, was uns gezeigt wird, versucht fälschlich uns glauben zu machen, das sei in Boston gewesen. Nein, es ist in Portland gewesen. Wir haben nur einen Beweis darüber, dass Mohammed Atta und Al-Omari einen Flug in Portland bestiegen haben am 11. September. Wir haben keinen Beweis, keinen Fotobeweis, keinen Fingerabdruckbeweis, keinen irgendwie Zeugenbeweis, in keiner Hinsicht irgendeinen Beweis dafür, dass Mohammed Atta am 11. September die American Airlines 11 bestiegen hat. Wenn jemand sagt, der X und der Y sind Mörder, dann sollte er das auch beweisen. Und insbesondere, wenn er es beweisen kann, behauptet wird, die Leichen der Attentäter sind gefunden worden. Man identifiziert alle Passagiere, die nicht Attentäter sind. Damit fehlen dann 5 Leichen, die vorliegen, die nicht identifiziert sind. Dann wurde einfach gesagt, dann sind das die Attentäter. Punkt. Als allererstes steht die Identifizierung. Vor jedem Gericht dieser Welt, vor jedem rechtmäßig, rechtsstaatlichen Gericht dieser Welt. Da dieser Beweis nicht geführt wird, muss ich davon ausgehen, dass die Bush-Regierung nicht in der Lage ist, ihre Behauptung zu beweisen, dass diese 19 Attentäter auch die 19 Attentäter sind. Und so kommt es, dass BBC London in Zusammenarbeit mit arabischen Journalisten und Zeitungen herausgefunden hat, dass 7 von diesen 19 noch lebten nach dem 11.09. Das heißt, überhaupt nicht die Täter gewesen sein konnten.
Der FBI-Chef Müller hat auch erklärt, dass letztlich die Identität der Täter des 11.09. nicht geklärt ist. Es ist ja auch so, dass Hani Hanjour, der Kunstflieger, der angeblich die Pentagon-Maschine gelenkt haben soll, dass der überhaupt kein Ticket hatte. Also Hani Hanjour versuchte, seine Flugkünste sich selbst und der Welt zu beweisen, noch vor dem 11. September, indem er einmal sich privat eine Cessna mieten wollte. Die Versicherung verlangt, dass er mit einem unserer Fluglehrer fliegt, um als kompetent genug eingeschätzt werden zu können. Das war der Prozess, den er durchlief. Die allgemeine Einschätzung war, dass er ruhig war, durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Flugfähigkeiten. Sein Englisch war sehr schlecht. Der Mann hat Hani Hanjour diese Cessna nicht vermietet. Da Hanjour offensichtlich nicht nur schlecht Englisch sprach, sondern offensichtlich unfähig war, wirklich zu fliegen. Sind die, die beschuldigt werden, das größte Verbrechen des 21. Jahrhunderts gemacht zu haben, sind die überhaupt identifiziert? Und es ist mir unverständlich, weswegen sich die Bewegung der Skeptiker am 11. September sich nicht endlich darauf konzentriert, auf diese eine allererste Frage, die Identifizierung der Attentäter und die Frage, warum die Verteidigung nicht stattgefunden hat. Die US-Luftverteidigung, die sonst normalerweise gut und zufriedenstellend funktioniert. Der Letztverantwortliche für dieses sogenannte Air Policing, nennt man das, ja, und für die Alarmierung von Abfangjägern, da gibt es so einen NATO-Begriff, ja, das ist ein sogenannter Alpha-Scramble, ja, wo die Maschinen also hochgehen, hat das North American Air Defense Command, NORAD. Das ist die größte Luftverteidigungszentrale der Welt, die guckt nach außen und nach innen. Ja. So, die hat jede Maus auf dem Radarschirm. Und in der Regel ist es so, in den NATO-Staaten geregelt, dass man zwischen 10 und 15 Minuten nach Alarmauslösung muss man in der Luft sein. Und genau dieses ist über 2 Stunden nicht passiert. Es hat nicht ein einziger Abfangjäger den Versuch gemacht, so eine Maschine abzudrängen oder überhaupt aufzuklären oder sonst irgendwas. Und diese Situation ist aus meiner Sicht vergleichbar mit 4 Feuerwachen, die zu 4 unterschiedlichen Feuern gerufen werden. Und alle 4 Feuerwehren sagen: Tut mir leid, wir haben den Weg nicht gefunden, die Reifen waren platt, die Leute waren nicht da, wir hatten kein Wasser oder wir hatten sowieso gedacht, dass es nur ein falscher Alarm gewesen ist. Es wäre wirklich was los. Ich frage mich einfach nur, warum die Bevölkerung sich das von der Luftverteidigung bieten lässt, was sie sich von keinem Feuerwehrmenschen, von keiner Krankenwagenbesatzung, von keiner Polizeibesatzung bieten lassen würde. Dass an 4 unterschiedlichen Stellen, zu 4 unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich zuständige Leute ihre Pflicht nicht erfüllen. Und das ist passiert. Und der Witz an der Geschichte ist ja der, dass eben vor dem 11. September 2001 im selben Jahr es 60 Einsätze dieser Art gegeben hat, die reibungslos verlaufen sind. Und diese Nebelkerzen, die hier geworfen worden sind, auch vom Untersuchungsausschuss des amerikanischen Kongresses, dass an dem Tag eben unglaublich viele Übungen der Luftwaffe stattgefunden hätten und dass man völlig verwirrt gewesen sei und gar nicht mehr unterscheiden könnte zwischen Real Life und Übung, das ist schlicht und einfach für jemanden, der aus der Luftwaffe kommt, nicht nachvollziehbar. Denn Übungsgeschehen sind, was die Flugsicherung angeht und die Luftverteidigung angeht, immer getrennt vom realen Leben des Flugverkehrs. Nachdem die Fragen der Presse nach den Abfangjägern, nach der Verteidigung immer schärfer wurden, wurde dann gesagt, doch, doch, da seien Abfangjäger gestartet. Behauptungen, dass sie gestartet seien, Behauptungen, dass sie unheimlich schnell geflogen seien, Behauptungen, dass sie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die mir überhaupt nicht erklärlich sind, nicht gewusst hätten, wo sie hätten hinfliegen sollen, Behauptungen, dass man sie deswegen einfach mal zum Meer hinausgeschickt hätte. 10 Meilen von Washington entfernt, auf Andrews Air Force Base, befindet sich ein Jagdgeschwader. Und auch von dort ist kein Abfangjäger aufgestiegen, als das Pentagon im Visier war. Nach 100 Jahren Flugverkehr gibt es das nicht mehr, dass irgendjemand irgendwo in der Gegend rumfliegt und irgendjemand rumfunkt, wie er lustig ist. Jetzt passiert etwas, was die Fluglotsen mit dem Fachausdruck LOSCOM nennen, Lost of Communication. Das heißt, sie verlieren den Kontakt zu einem Airliner aus irgendwelchen Gründen.
ob der jetzt gehijackt worden ist oder ob er besoffen ist oder was auch immer der Fall ist. Es ist nicht meine Sache, als Fluglotse das festzustellen. Meine Sache ist, als Fluglotse, die Sicherheit des Flugverkehrs, die Sicherheit auch all der anderen Maschinen, die in der Luft sind, sicherzustellen. Und wenn dann jemand wild wird, dann sage ich, pardon, den melde ich. So, einer von diesen ist Pete Zalewski. Ja, und der kriegt also um 8.13 Uhr diese Information auf seinem Radarschirm, dass der Transponder ausgefallen ist, dass sich der Flugkapitän der American Airlines 11 nicht mehr meldet und dass die Flugroute geändert worden ist. Anstatt jetzt daraufhin Alarm zu schlagen, hören wir, er habe dann versucht, diese Maschine wiederholt zu erreichen. Von 8.13 Uhr bis 8.28 Uhr will dieser Pete Zalewski also den Kapitän der American Airlines 11 angerufen haben. Hallo, meldet euch. Entgegen den Notwendigkeiten der Sicherung des Flugraums nichts anderes zu machen, als den Kontakt versuchen herzustellen. Nee, das glaub ich nicht. Das kann nicht sein. Und wenn ich Chef eines Fluglotsenzentrums wäre, würde ich den Mann ablösen lassen, wenn ich feststelle, dass die Maschine, die er betreut hat, gerade im World Trade Center verschwunden ist. Er hat aber die zweite Maschine ebenfalls betreut, die United Airlines 175. Und was das Interessanteste noch ist, er hat noch eine dritte Maschine betreut, was ein anderer Fluglotse berichtet hatte. Er war auch zuständig für die Egyptian Airlines, die ein, zwei Jahre vorher vollgepackt mit ägyptischen Militärs höchsten Ranges seltsame Flugmanöver vor der Küste vollführte und dann im Atlantik versank. Das heißt, ein und derselbe Fluglotse war zuständig für die Flugrouten vor dem Absturz von drei unterschiedlichen Maschinen. Mir kommt das etwas seltsam vor. Wir müssen davon ausgehen, dass nach der eigenen Darstellung des NORAD die militärische Leitung über ein mögliches Hijacking, über eine mögliche Entführung um 8.20 Uhr informiert worden ist. Es ist völlig unbegreiflich, weswegen nach allen Regeln der Logik als auch nach den vorhandenen Regeln das NORAD nicht sofort den Verteidigungsminister darüber informiert hätte. Diesen Informationsvorteil hat nicht nur er, sondern natürlich das gesamte politisch-militärische Oberpersonal der USA vor uns allen. Um 9.03 Uhr erfolgte der Einschlag in den Südturm des World Trade Centers. Andrew Card informierte Präsident Bush, "The second tower has been hit, America is under attack." Die Reaktion von Bush ist, zwei, drei Sekunden zu überlegen, aha, und dann weiter den Kindern zuzuhören. Also wenn ich Präsident bin und mir flüstert einer, unser Land wird angegriffen, da sitze ich sicher nicht weiter dort und lese mit den Kindern aus einem Schulbuch. Und der Secret Service hat ihn nicht sofort aus der Gefahrenzone entfernt, da es ja ein öffentlicher Auftritt war. Und es bekannt war, wo der Präsident zu dieser Stunde sein wird, wäre das ja ein mögliches Ziel gewesen. Es hätte ja genauso gut ein Flugzeug genau auf diese Schule fliegen können. Was war? Gar nichts. Die haben weitergemacht. Und während alle Fernsehredaktionen und Radiostationen dieser Welt, alle Nachrichtenagenturen dieser Welt ihr Programm ändern, alle unwichtigen Sachen liegen lassen und wir mit klaffendem Unterkiefer vor den Fernsehern sitzen. Dass mir manchmal die Worte fehlen, um zu beschreiben, was ich hier gerade auch zum ersten Mal sehe. Wie Tausende von Amerikanern sterben, live sehen wir das in all unserer Betroffenheit. Das ist der Beginn des Wars on Terror. Wir sprechen von einem Krieg und ich frage mich, was ist das für ein komischer Krieg? War on Terror, ja, der beginnt mit einem Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika, in dem alle Leute über die Angreifer schwätzen, über die angeblichen Angreifer. Und niemand spricht über die Verteidigung. Niemand spricht darüber, was denn eigentlich zur Verteidigung der Vereinigten Staaten am 11. September geschehen ist. Ich frage mich ganz konkret, wo sind die Abfangjäger und was machen die Chefs der Verteidigung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins.
Wenn ein Präsident der Vereinigten Staaten darüber informiert wird, Amerika wird angegriffen, dass dann sein Untergebener, der Minister Rumsfeld, sich mal hurtig an seinen Arbeitsplatz zu begeben hätte, das wäre das National Military Command Center. Stattdessen geht Rumsfeld in das Frühstückszimmer und berät sich dort über Wahlkampfkostenerstattung mit Senator Cox und seinem Stellvertreter Wolfowitz. So I hear the voices and I read the front page and I know the speculation, but I'm the decider and I decide what is best, and what's best is for Don Rumsfeld to remain as the Secretary of Defense. Um 9.38 Uhr erfolgt der Einschlag im Pentagon. In dem exakt am weitesten, entferntesten Platz von seinem Frühstückszimmer. Anstatt jetzt zu seinem Arbeitsplatz zu gehen und sich mit den Generälen zu beraten, sich zu informieren über Radarbilder, über Angriffslage, über das, was Bush eventuell von ihm fordern könnte, läuft er raus, als ob das sein Job gewesen wäre, inspiziert die Einschlagstelle, läuft sogar noch neben der Bahre eines der Verwundeten her und hält die Infusionsflasche. Das heißt, schlicht und einfach, 2 Stunden lang macht Rumsfeld alles Mögliche, nur füllt er nicht seinen Job als Verteidigungsminister aus. The speculation about Don Rumsfeld, he's doing a fine job, I strongly support him. Needless to say, the president is correct. Auch der Brigadegeneral Montague Winfield hat keine Verantwortung an dem Tag und zu diesen Stunden getroffen. Wir wissen nicht, wo er abgeblieben ist. Das National Military Command Center wird also offensichtlich nicht von dem zuständigen General geleitet, sondern der zuständige General hat an dem Tag einen Captain gebeten, bitteschön die Leitung des Command Centers zu übernehmen. Captain Charles Leidig, der das auch das allererste Mal macht. Und weil er so wunderbar die Vereinigten Staaten an diesem Tag verteidigt hat, wird er natürlich danach auch gleich zum Vizeadmiral. Vom Captain zum Vizeadmiral in 2 Jahren. Er wird befördert. Also während Rumsfeld, Wolfowitz und Senator Cox unglaublich wichtige Sachen besprechen, nähert sich ihnen die American Airlines 77. Anstatt sich jetzt direkt in dieses Gebäude reinzustürzen, wo der Verteidigungsminister gerade frühstückt, macht dieser unglaublich schlechte Pilot die unglaublich gute Flugleistung, über das Pentagon rüber zu fliegen, eine 270-Grad-Kurve zu fliegen, dann mitten durch Hochhäuser hindurch, flach gehalten über dem Boden, in den 2. Stock des Pentagon hinein. Das macht Hani Hanjour. Dieser Mann soll dieses komplizierte Flugmanöver geflogen haben. Interessanterweise, wie gesagt, war er noch nicht einmal offiziell an Bord. Ja, wer hat denn aber die Flugzeuge geflogen, wenn die 19 dazu nicht so in der Lage waren? Und wir haben einige Verdachtsmomente gefunden, die darauf hindeuten, dass diese Flugzeuge tatsächlich möglicherweise ferngesteuert worden sind. Von dieser Andrews Air Force Base sind aufgestiegen, nachweisbar, zu diesem Zeitpunkt, eine Turboprop-Maschine C-130 unter Sergeant O'Brien und außerdem eine mit elektronischem Gerät vollgepackte Doomsday-Maschine. Das ist ein Spitzname für eine Boeing 747, die über Washington im Luftraum gesehen worden ist als sogenannte weiße Boeing. Es war eine mit elektronischem Spezialgerät vollgestopfte Maschine, die dafür da ist, um im Falle eines Dritten Weltkrieges die elektronische Kommunikation der USA aufrechtzuerhalten. Das heißt, das sind Flugzeuge mit einem elektronischen Equipment, die unter anderem eben auch die Möglichkeit haben, andere Flugzeuge fernzulenken. Die Amerikaner haben in den 70er Jahren die Technik entwickelt, Privatflugzeuge, große Verkehrsflugzeuge, von denen man annehmen musste, dass sie möglicherweise gehijackt werden, dass man die über Fernsteuerung dem Piloten einfach entziehen kann. Und wenn man jetzt die Information hat, dass an diesem Morgen simuliert wurde in Luftwaffenmanövern, es wird ein Flugzeug von Terroristen entführt. NORAD conducted exercises using hijacked airliners as weapons. And one target was the World Trade Center.
dann kann man ja auch den Gedanken vielleicht noch eins weiterspinnen, sagen, naja, okay, wenn schon solche Simulationen stattfinden, dann brauche ich doch vielleicht auch ein paar Schauspieler, die die Terroristen spielen. Ein Teil von diesen 19 hockten tatsächlich in diesen Flugzeugen. Aber ihr Job war nicht der, die Flugzeuge zu entführen und zu fliegen selber. Die eigentliche Tat wird von Geheimdiensten organisiert. Da bedarf es wenig Arbeit im Grunde genommen. Und auf der anderen Seite, wo man sozusagen ein Schaufenster, die Puppen reinstellt, auf die sich der öffentliche Zorn richten soll. Also im Prinzip müssen nur ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Leute oder von mir aus 30 Leute wissen, was wirklich abläuft. Und der Rest führt Befehle aus. Die wissen nicht, um was es geht. Need to know. Jeder weiß nur so viel, wie viel er wissen muss, aber ist nicht in den Gesamtplan eingeweiht. Und insofern ist diese Hypothese, dass man sagt, möglicherweise sind die Flugzeuge ferngelenkt worden, auch nicht völlig absurd, weil eben in der Nähe dieser Flugzeuge Maschinen waren, die da nichts zu suchen hatten und für die es auch keine wirkliche Erklärung gibt, außer eben der. Man habe sich ja überhaupt nicht vorstellen können, jemals in seinen kühnsten Träumen, dass jemand einen Airliner als Waffe benutzt, ja, um sowas zu machen. I don't think anybody could have predicted that they would try to use an airplane as a missile. Nobody in our government at least, and I don't think the prior government that could envision flying airplanes in the buildings on such a massive scale. Da kann ich natürlich nur sagen, das hat man sich sehr wohl vorstellen können, denn es gab im Jahr zuvor gab es eine Infrastrukturkonferenz im Pentagon, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir verhindern, dass ein gezielter Anschlag auf das Pentagon mit einer Passagiermaschine allzu großen Schaden anrichtet. Und daraus hat man dann auch Konsequenzen gezogen, indem man das Pentagon an einer Stelle massiv von innen verstärkt hat. Es wurde in diesem Flügel, in den sich die American Airlines 77 reingebohrt hatte, wurden Stahlsäulen eingezogen, die vorher nicht da waren. Und die Ziegelsteinfassade wurde innen drin mit Kevlar ausgekleidet und alle Fenster waren blast-resistant, also explosionssicher. Schwere, halbtonnenschwere Fenster sind es gewesen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass kein Fenster kaputt gegangen ist oder wenige Fenster kaputt gegangen sind, worüber sich ja manche Leute gewundert haben. Aber das war alles Folge des Pentagon-Renovierungsprogramms. Da gab es das MASCA-Programm, Mass Casualties. Der medizinische Dienst hatte sich in einer Übung kurz zuvor darauf verständigt, was zu tun sei in einem Notfall, falls zufälligerweise sich eine Boeing 757 in das Pentagon reinbohren würde. Es war eine Boeing 757, die sich am 11. September in das Pentagon reingebohrt hat. Warum steuern die Attentäter ausgerechnet einen leeren Flügel des Pentagon an? Die einzigen, die dort zu Schaden kommen, dürften einige Anstreicher, die den letzten Finish gegeben haben, gewesen sein, aber insbesondere die Buchhaltungsabteilung. Die Buchhaltungsabteilung hatte am Tag zuvor von sich reden gemacht, denn Rumsfeld hatte beichten müssen. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Nur die Buchhaltungsabteilung war bis jetzt zu diesem Zeitpunkt schon wieder in das frisch renovierte Pentagon-Teil hinein platziert worden. Und das waren eben Leute, die in dieser Controlling-Abteilung, Buchhaltungsabteilung sitzen, die den verlorenen 2.300 Milliarden Dollar hinterhergehen sollten. Das zeigt, dass dieses US-Militär offenbar ein fantastischer Selbstbedienungsladen ist, bei dem jeder, der irgendwie zugreifen kann, sich offensichtlich was abgreift. Und es ist ja auch so, dass offensichtlich Insider wussten, dass an diesem Tag ein großes Ereignis passiert, das den Finanzmarkt betrifft. Denn es wurden im Vorfeld 15 Milliarden Dollar an Geschäfte gehandelt, die darauf gewettet haben, dass die Kurse fallen werden. Also haben gewisse Leute gewusst, der 11. September wird passieren, damit werden die Kurse fallen. Also haben sie auf diese fallenden Kurse mit massiven Beträgen gewettet. Man ist dem wohl nachgegangen, aber dann verlief das im Sand. Also man ist dem gar nicht, obwohl man es hätte können,
und alle Informationen zur Verfügung standen, ist man dem bis zum Schluss nicht nachgegangen, wer steckt dahinter. Die finanzielle Seite dieser ganzen Geschichte interessiert sie nicht. Das ist eine sehr erstaunliche Aussage von der Kommission, denn genau das ist ja das Wichtigste. Wer hat die Operation finanziert? Denn man muss dem Geld nachgehen, und wenn man dem Geld nachgeht, kommt man genau auf den, der das Ganze sozusagen angestiftet hat. Warum hat der pakistanische Geheimdienst den angeblichen Chef dieser 11. September-Operation $100,000 zahlt? Warum ist man dem nicht nachgegangen? Weil diese Ermittlung und Aufklärung hat nicht stattgefunden. Im Gegenteil, es hat eine gigantische Vertuschungsaktion stattgefunden, die dann gipfelte in dem 9/11-Untersuchungsbericht, der dann ja auch noch quasi kostenlos in Millionenauflage unter das Volk gebracht wurde. Der ist nicht das Papier wert, auf dem er steht. Wenn man eine ernsthafte polizeiliche Ermittlung im Auge hat. That's the official start of first public hearing of what is going to be a extraordinarily difficult and important job. Wenn man einen Mythos, der Stunden nach der Tat in die Welt gesetzt wird, von diesem superbösen Bin Laden und seinen mit magischen Fähigkeiten ausgestatteten Hijackern, die ohne Tickets an Bord kommen und die dann auch noch dafür sorgen, dass überhaupt keine Luftabwehr auch nur in die Nähe dieser Flugzeuge kommt. Wenn man das begründen will, dann hat dieser Kommissionsbericht großartige Arbeit geleistet, und der Mainstream der Medien hat das ja auch gefressen. Wurde zum Beispiel in dem ganzen Bericht nicht untersucht, dass World Trade Center 7 einfach zusammenkracht, obwohl es überhaupt nicht von dem Flugzeug getroffen worden ist. At 5:20 p.m. on September 11, World Trade Center Building Number 7, 47-story modern frame steel skyscraper, that no plane hit, collapsed into a neat little pile onto itself, and exhibiting all the characteristics of controlled demolition. There was molten metal found in the basement of that building at temperatures that exceeded anything normal fire could cause. Why is there not a word about the collapse of that building in the 911 Commission report? We didn't see any evidence of the kind of thing you're talking about. We thought that was one of the part of the tragedy of 9/11. Also diese Geschichte, dass zwei Flugzeuge in ein Hochhaus reinfliegen und dann deswegen das Ganze zusammenbricht, das kann man ja den Leuten noch erzählen, was die zwei Towers betrifft. Aber das erklärt überhaupt nicht, warum World Trade Center 7 zusammengestürzt ist. Wie ist es möglich, dass ein Hochhaus, das fast 50 Stockwerke hoch ist und komplett zusammenstürzt, kein Ereignis ist, über das man etwas sagt? Das stinkt nach einer Vertuschung. Das ist controlled demolition. Sicher weten. Sicher weten. Das ist nachgesprungen. Dit is een opdracht gebeurd. Dat heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dat kan geen waar zijn. Hebben ze hard gewerkt. Wenn man sich anschaut, wer eigentlich die Mieter in diesem Hochhaus waren, der amerikanische Geheimdienst, der Secret Service, die FBI, außerdem war natürlich auch die Wertpapieraufsichtsbehörde, also die SEC, dort mit den ganzen Beweismitteln im Zusammenhang von einem Enron-Skandal, und alle diese Beweise wurden ja vernichtet. Also ich würde mal sagen, das World Trade Center 7 ist die rauchende Pistole in der Hand des Täters. And when I got up to the concourse level, it was just like, you know, like gunfire, and then just three big explosions. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby first, and a couple of seconds in the first plane hit. I started walking down the stairs. We made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Also man kann nicht hunderte Zeugenaussagen ignorieren, die diese Sprengungen ganz klar am eigenen Körper gespürt haben.
We were getting our gear on and making our way to the stairway. There was a heavy-duty explosion. Und mittlerweile gibt es ja hunderte Aussagen von Feuerwehrleuten, von, ich meine, der bekannteste ist, glaube ich, der Hausmeister Rodriguez, der ja berichtet hat über diese massiven Explosionen, die wiederum durch viele andere bestätigt wurden. There was an initial explosion on the sub-level number 2, B2. There were 6 sub-levels in the building before, prior to the plane hitting the building. And nothing will ever change your mind that you think I was there, I saved people, I actually had the people available for the 9/11 commission, that was the commission that was created to investigate this. They were never called, not even once. Der wurde zwar mit einer Heldenmedaille ausgezeichnet, weil er noch viele Leute aus dem Treppenhaus gerettet hat, aber seine Aussage wurde auch nie von der 9/11-Kommission erwähnt. I work in the building for 20 years as a janitor and I have the only master key that was used on 9/11. And that key probably saved the lives of hundreds of people. That key is designated to be in the Ground Zero Memorial that is going to be built on Ground Zero. They call it the Key of Hope. Yes. Yeah. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Hochhäuser gesprengt wurden, muss man Zugang zu den Häusern haben. Und das ist durch Indizien belegt, denn die Firma, die für die Sicherheit zuständig war, hat ja dem Bruder des Präsidenten gehört. Jetzt kann man natürlich sagen, das war ein Zufall, aber das ist schon eine sehr enge Verbindung, die da herrscht. Die 9/11 Kommission wollte dann auch den Präsidenten Bush befragen. Der hat es erstmal abgelehnt. Dann entstand öffentlicher Druck. Dann hat er zugestimmt, allerdings nur mit Begleitung, nämlich seines Vizepräsidenten Cheney, der da mitgehen sollte. 9/11 Commission wants to ask us questions. That's why we're meeting, and I look forward to meeting with them and answering their questions. Why you're appearing together rather than separately, which was their request? Because it's a good chance for both of us to answer questions that the 9/11 Commission is looking forward to asking us, and I'm looking forward to answering them. Wenn Sie als Zeuge vernommen wären und sagen, ja, ich würde als Zeuge aussagen, aber ich muss meinen Papa mitbringen und es soll auch niemand sonst zuhören und ein Eid will ich auch nicht darauf abgeben, weil ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit erzähle und ich will mich nicht reinreißen mit meinem Eid, dann würden die Richter sagen, hören Sie mal, Sie haben wohl einen Knall. President, as you know, a lot of critics suggested that you wanted to appear jointly with the Vice President so that you two could keep your story straight or something. Yeah. Could you tell us what you think of the value of appearing together? And how you would answer those critics? Yeah, first of all, look, I mean, if we had something to hide, we wouldn't have met with them in the first place. I came away good about the session. I think they found it to be useful. Yeah, Adam. Mr. President, yes. Don't you think that the families deserve to have a transcript or to be able to see what Adam, you said? Adam, you asked me that question yesterday. I got the same answer, yeah. We are asking you, America, to stand behind us. Weil die Opferangehörigen keine Ruhe gegeben haben. Deshalb sah sich Bush am Ende gezwungen, diese Kommission einzurichten. President Bush signed legislation today creating an independent commission to investigate the September 11th attack on America. Und als Leiter hatte er sich einen ganz besonders erfahrenen Experten ausgesucht, Henry Kissinger. Also genau derjenige, der damals mit in die Wege geleitet hat, dass ein demokratisch gewählter Präsident Allende von faschistischen Militärs erschossen wurde und danach Pinochet ein grauenhaftes Regime da errichten konnte. Genau dieser Henry Kissinger, der diese Art von Außenpolitik damals gemacht hat, der sollte jetzt 9/11 untersuchen. Und das war selbst dann dem Medienmainstream too much. Former Secretary of State Henry Kissinger stepped down from the position Friday. Und dann musste sich Bush eben umschauen und hat den Abgeordneten Keane zum Leiter bestimmt. Der hat es denn auch so, wie sein Präsident es wollte, alles untersucht, nämlich gar nichts untersucht. A deal announced yesterday between the White House and the commission investigating the September 11th attacks is proving to be rather controversial. The president has said only a minority of the commission can see a minority of the documents, and then they have to clear what they're going to say to the rest of the commission with the White House. The majority of the commission felt that it was better to see these documents
rather than take a chance of not seeing them at all. It's a scam. It's absolutely disgusting. This is important. We cannot do our responsibilities if we don't have all of us access to all the documents we need, including what's in the White House. Keine Ungereimtheit, keine Frage letztlich beantwortet, sondern die alte Geschichte, Osama und die 19 waren das ganz alleine nochmal auf 400, 500 Seiten nacherzählt. Die hat Keane verantwortet. Mittlerweile hat er auch noch einen Film gemacht, der letztendlich zu nichts anderem dient, als eben die offizielle Version jetzt nochmal schön in Bilder zu gießen. Interessant ist, dass man den Kopf dieser angeblichen Verschwörungszentrale bis heute nicht gefasst hat. Of course we're after Saddam Hussein. I mean Bin Laden. He's isolated. Das ist doch schon sehr erstaunlich. Ich meine, der Mann muss kommunizieren. Wenn er moderne Kommunikationsmittel benutzt, muss er ortbar sein. So I don't know where he is. Nor do, you know, I just don't spend that much time on him. I'll be honest with you. An investigation must not interfere with the ongoing efforts to prevent the next attack. Wenn man das aus dem kriminalistischen Aspekt anschaut, so wie eigentlich eine Untersuchung ablaufen sollte bei einem Kriminalfall, ist es ja so, dass man hergeht und guckt, wer profitiert von einem Ereignis. Das allererste, was gemacht wurde, nachdem die afghanische Regierung etabliert wurde, ein Pipeline-Vertrag geschlossen mit den entsprechenden Ölgesellschaften, dass eine Pipeline aus Usbekistan durch Afghanistan gebaut werden kann. There she is. That's what all the fuss is about. Oil. It's kind of pretty, isn't it? Oil. Coming up out of the ground to make life a bit more easy for all of us. Das ist der Stoff, mit dem die Wirtschaft betrieben wird. Und man prognostiziert, also Dick Cheney, also der jetzige amerikanische Vizepräsident, als er noch Chef der größten Erdölausrüsterfirma war, nämlich Halliburton, hat er 1999 bei einer Veranstaltung am britischen Petroleuminstitut, hat er eben gesagt, wir werden bis, er hat eine Zahl genannt, glaube ich, 2015, werden wir wahrscheinlich zusätzlich 45 Millionen Barrel pro Tag in der Wirtschaft benötigen. Ja. Und er fragt sich, wo sollen die herkommen? Die Amerikaner haben die Einstellung, das Öl gehört nicht dem Land, sondern das gehört ihnen. Sie haben ein Recht, das sich zu holen. Das ist denn ihre Einstellung. Es gibt ja sogar die Aussage, wie kommt denn überhaupt unser Öl unter arabischen Sand? Das ist die Region, die es gilt zu kontrollieren. Entweder indem man sie besetzt, das ist relativ schwierig, oder indem man dort Regierungen installiert, die sozusagen US- oder westfreundlich sind. Das heißt, die nach der Pfeife des Westens tanzen. Saudi-Arabien macht das, was Amerika will. Die muss ich nicht erobern. Aber Saddam Hussein und der Iran, die machen nicht, was ich will. Und wenn ich sie nicht beseitigen kann, dann muss das Militär kommen. Also Iran ist im Grunde genommen seit Jahrzehnten ein Spielball angloamerikanischer Interessen in diesem Raum. Und in den 50er Jahren wurde dort ein Ministerpräsident gestürzt, weil er die Ölindustrie verstaatlichen wollte. Wurde als Kommunist diffamiert, Mossadegh. Wurde der Schah installiert. Und als der nicht mehr spurte, wurde der abserviert. Vor diesem Hintergrund sagen die jetzt Schluss damit. Ne? Und wenn es dann um die Frage von Atomwaffen geht, da kann ich nur sagen, wer eine Politik macht wie die USA, deren Botschaft lautet, schafft euch Atomwaffen an, dann werdet ihr anständig behandelt. Das ist ja sozusagen die indirekte Botschaft, die amerikanische Politik nach außen vermittelt. Ich würde es den Iranern nicht unterstellen, dass sie Atomwaffen anstreben, ja, aber wenn sie es denn tun würden, ja, hätte ich ein ziemliches Verständnis dafür, was sie also aus ihrer Lage heraus tun. It is possible for a rocket to strike your home right now, today. Mit Atomwaffenmächten geht man anders um als mit Nicht-Atomwaffenmächten. And what defense remains? Strength. Strength ready if we need it. I don't think we should pay one cent for defense more than we have to. Eisenhower hat in seiner Farewell-Rede, also seiner Abschiedsrede, gewarnt, dass die Regierung und die Politik abhängig werden vom militärisch-industriellen Komplex. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. In the councils of government, we must guard against
the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Die Situation, die damals als große Gefahr beschworen hat, die haben wir heute. Wenn man sich anschaut, wie Kellogg, Brown Roots, also Halliburton, Dyncorp, Blackwater, wie alle diese Firmen, die Milliarden Umsätze machen mit dem Krieg, natürlich auch ein Interesse daran haben, dass er weitergeht. Denn Krieg ist das beste Geschäft. It is our conclusion that the Lockheed Martin team is the winner of the Joint Strike Fighter program. The president has full faith that his family will conform with all proper ethics laws, and will act properly in their conduct. I will soon submit to Congress a request for $87 billion. God bless our contractors. I am also grateful for the work that the House Armed Services Committee has done to fully fund the FA-22 program this year. Thanks a lot. Die ganze Führungselite der amerikanischen Regierung und alle, die da um sie herum sind, kommen ja alle aus Großkonzernen und speziell aus der Ölindustrie und aus der Waffenindustrie. Some people call you the elite. I call you my base. Das ist also Cheney, also der Vizepräsident. I frankly don't feel any need to apologize for the way I've spent my time over the last 5 years. Das ist Rumsfeld, der inzwischen gegangen ist. Das ist Veit, das ist Wolfowitz, war damals Pearl als einer der Planungschefs, immer noch eine ganze Reihe von anderen. Die haben sich ja 2 oder 3 Jahre vor der Wahl von Bush zusammengetan, haben geschrieben über ein neues amerikanisches Jahrhundert. And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool. Sozusagen der Neger muss ausgerottet werden, ja? Und wir müssen Biowaffen entwickeln, die sich auf schwarze Hautfarbe kaprizieren. Ich meine, das ist ein Satz von einer derartigen Monstrosität. Die Denkweise in eine rassisch wirksame biologisch-chemische Waffe. Das haben diese Leute drauf. Hier in Deutschland würde man sie wegen Volksverhetzung in den Knast werfen, wo sie hingehören. In diesem Papier steht eben ganz klar drin, also so formuliert Wolfowitz, ja, die Amerikaner dürfen keinem anderen Staat oder keiner anderen Staatenkoalition zugestehen, auch nur annähernd so stark zu werden wie sie. Diese Aussage korreliert interessanterweise mit den Überlegungen, wie das herzustellen sei, durch ein katastrophales Ereignis, das so ähnlich wie Pearl Harbor zu einer Änderung im Bewusstseinsverhalten der US-amerikanischen Bevölkerung führen solle. Dass 9/11 genau dieses Pearl Harbor war dann, was in diesen Papieren gefordert wurde, das bringt natürlich die Leute, Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz und Co. in gewisser Weise unter Verdacht. Aber das reicht meines Erachtens nicht aus zu sagen, die waren's. Das reicht nur aus zu fordern, wir brauchen eine neue Untersuchung. Und wenn die USA, wo ja jetzt der Patriot Act durchgepaukt wurde nach den Anschlägen, wo wirklich Bürgerrechte sukzessive abgebaut werden, wo Folter und andere völlig undenkbare Dinge mittlerweile legitimiert sind, also wo ein Polizeistaat auf dem Wege ist, wirklich totalitär zu werden. Guantanamo und Abu Ghraib und die Lager in Masar-i-Sharif gleich nach Beginn des Afghanistan-Krieges. Ich meine, das sind Dinge, die würde ich mal als Faschistoid bezeichnen. Ja? We lack the weapons to defend ourselves. Build, prepare is the cry. Quickly the government springs into action and initiates a gigantic rearmament program. A program designed to make America the arsenal of democracy. Nicht umsonst sind das alles Leute vom Bush angefangen, die für die Ölindustrie ein halbes Leben lang gewerkelt haben. I'm George Bush. Es geht bei diesen ganzen Sachen natürlich nicht um Demokratie und Freiheit der Iraker oder der Afghanen. Die ist doch Bush und Cheney sowas von egal. Es geht darum, die Energievorräte da zu sichern. Und dass jetzt aus dem Irak kein Öl kommt, weil eben die ganze Infrastruktur zerstört ist da,
Das ist ganz im Sinne der OPEC und der Ölmultis, weil wir sehen ja am Ölpreis, so gut verdient wie heute haben sie noch nie. There are some who feel like that we may decide to leave prematurely. They don't understand what they're talking about if that's the case. Let me finish. Wir werden alles tun, um in diesem Raum drin zu bleiben. Um eine Verbesserung der Situation, der Lage, der militärischen Lage, ohne eine Regierung, die auf westlicher Seite ohne Wenn und Aber steht, ist überhaupt nicht erwünscht, weil da müsste man ja rausgehen. Die Amerikaner führen ihre Kriege mit 9-11, Bush führt seine Wahlkämpfe mit 9-11, Herr Schäuble inszeniert seine Stasi 2.0 auch nur mit 9-11 im Hintergrund. The world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe. In London ist es ja nochmal einen ganzen Zacken skandalöser, weil an dem Morgen auch Antiterrormanöver stattgefunden haben. And again, just like 9-11, they were talking about attacks on the same targets, the same kind of tube stations, at exactly the same time as the actual attack happened. Zeugenaussagen von Leuten, die das überlebt haben in dem U-Bahn-Wagen, die sagen, die Bombe ist von unten detoniert. Und Fotos zeigen das auch, die man von den Anschlägen gesehen hat, dass es offensichtlich gar keine Bombe im Fahrgastraum war, sondern dass die irgendwo anders war. Monatelang wurde vorgespiegelt, man habe Aufnahmen der Attentäter, wie sie über die Bahnsteige laufen, wie sie mit ihren Rucksäcken hantieren. Also Fakt ist jedenfalls, dort waren dann Fotos zu sehen mit einem Datum, das nicht der 7. Juli war, sondern eine Woche vorher. Wir brauchen uns dann sozusagen über diese Fotos, die nicht beweiskräftig sind, brauchen wir uns überhaupt nicht mehr darüber zu unterhalten. Wo sind die Beweise vom 7. Juli 2005? Da frage ich mich, welche Sicherheit wird denn durch diese Videokameras hergestellt, wenn man noch nicht einmal ein erfolgtes Verbrechen nachvollziehen kann? Zugleich war der G8-Gipfel angesiedelt in Glen Eagles, eine Tagesordnung, die sich mit Umweltschutz und Afrika-Entschuldungsfragen beschäftigte. Nach den Anschlägen war das Thema von Glen Eagles ein ganz anderes. Wieder. The deliberate and deadly attacks were more than acts of terror. They were acts of war. Es ist einfach eine Schande, wie die europäischen Nationen da trotz besseres Wissens voll mitmachen. We agree there is a global threat, it's a serious threat. Thank the Chancellor and Josie very much for the transatlantic economic integration plan. Wo gibt es denn von den Regierungen irgendeine Form von Opposition gegen diese Pläne? Putin kommt aus dem Geheimdienst und der weiß natürlich um das Spiel The Grand Chessboard. Und dass er oder Russland eine Figur auf diesem Schachbrett ist, das weiß er auch. Ja. Und jetzt ist aus der passiven Figur ist ein Akteur geworden, der wieder handelt. Der sich nicht bieten lässt, dass die Pläne der Amerikaner die gesamte russische Erdöl- und Gasindustrie in amerikanische Hände zu bringen, sprich unter amerikanische Firmenkontrolle zu bringen, dass er die konterkariert hat. Und natürlich weiß Putin, dass diese Global Missile Defense natürlich gegen Russland gerichtet ist, gegen wen denn sonst? Das Ziel ist folgendes. Er kann niemals flächendeckend sein, sondern er kann nur eine begrenzte Zahl von gegnerischen Raketen abfangen. Und diese begrenzte Zahl von gegnerischen Raketen ist die Zahl, die übrig bleibt, wenn nach einem vernichtenden amerikanischen Erstschlag noch eine gewisse Zweitschlagskapazität bei einem Gegner vorhanden ist. Und um den Rest, der dann noch abgefeuert werden kann, abzufangen, dafür ist Global Missile Defense. Das heißt, es soll den Amerikanern die Möglichkeit ergeben, unverwundbar zu werden und einen Erstschlag ohne Konsequenzen zu machen. Dafür sollten wir, meine ich,
die Bundeswehr nicht länger dort lassen. Die jetzt am Hindukusch unsere Freiheit verteidigt und den Opiumanbau schön bewacht, weil unsere Alliierten, die Amerikaner und die Pakistanis, nicht darauf verzichten können, Heroin zu verkaufen. Deshalb muss jetzt unsere Bundeswehr darauf achten, dass das auch alles ordnungsgemäß abläuft und sie dürfen nicht eingreifen. Was insgesamt Drogen betrifft, wissen Sie, wir beteiligen uns nicht dran, wir haben kein Mandat. Man stellt sich eben nicht vor das Mondfeld, um sich fotografieren zu lassen, weil es so gut ist, das seiner Freundin, Frau oder Angehörigen zu Hause zu zeigen. Die Gefahr durch den internationalen Terrorismus ist eine reale. Und sie bezieht sich eben nicht nur für die Deutschen, die als Soldaten, Polizisten, Aufbauhelfer in Afghanistan einen schwierigen, notwendigen, wichtigen, aber auch gefährlichen Dienst tun, sondern sie ist auch in unserem eigenen Lande gegeben. Und es bezieht sich auch nicht nur auf amerikanische Einrichtungen. Auch den Trost haben wir nicht. Nein, es wäre auch keiner. Jetzt haben wir die Situation zum Beispiel mit dem sogenannten Kofferbomber in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt, als diese Videoaufnahmen entstanden, konnte ja noch niemand wissen, wen diese beiden Personen darstellen. Durch den Fahndungsdruck fühlte sich der Angeklagte, der in Kiel wohnte, veranlasst, zu Hause im Libanon anzurufen. Dieser Anruf sei aufgenommen worden vom militärischen Geheimdienst des Libanons, der irgendwie zufälligerweise alle Auslandstelefonate zu dem Zeitpunkt wohl überwacht hat. Und dann aus Bemerkungen, ob er abreisen soll oder nicht, zu schließen, dass das sich wohl auf das Kofferbombenattentat bezieht, dann anzurufen direkt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft, die dann auch noch in der Lage ist, direkt am selben Abend diesen Mann in Kiel festzunehmen, auf dem Bahnhof. Der andere Mann, der im Libanon einsitzt, der soll ja alles Mögliche gestanden haben. Liest man die Berichte von Amnesty International, würde man zum Schluss kommen können, dass auch jemand behaupten würde, er sei der Papst und Mohammed in einer Person, wenn er unter libanesischen Verhörbedingungen gezwungen wird, irgendeine Aussage zu machen. Es kann kein Zufall sein, dass es zwei libanesische Studenten gewesen sind, die dann ausgerechnet, damit man es auch noch richtig merkt, libanesische Speisestärke in ihre Kofferbomben eingeschmuggelt haben. Was für ein Zufall, dass zu dem Zeitpunkt in Deutschland die Debatte stattfand, ob Deutschland sich mit Schiffen vor der libanesischen Küste stationiert, um dort den Kampf gegen den Terror natürlich zu führen. Wir sind, was wir immer gesagt haben, konkret bedroht, auch in Deutschland, aber die freundliche Botschaft ist, unsere Sicherheitsbehörden leisten gute Arbeit. Dasselbe gilt für die Wasserstoffbomber in Medebach. Am Montag geraten die drei mutmaßlichen Bombenbauer zufällig in eine Verkehrskontrolle. Die Polizei hört ihre Gespräche ab, erfährt, dass die Islamisten in Panik geraten, dennoch damit beginnen, den Sprengsatz zu bauen. Die Beamten schlagen zu, verhaften die drei. Vorläufiges Ende einer der größten Polizeiaktionen der Nachkriegsgeschichte. Sodass eine Gefahr, das muss betont werden, eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden konnte. Zu blöd zum Bombenbauen, aber dann doch in der Lage, offensichtlich innerhalb von wenigen Stunden 12 Fässer, die sie von hier nach dahin gebracht haben, dann wieder zurück nach Medebach zu bringen, zu titrieren, mit unter fabrikmäßigen Bedingungen ein nitroglycerinartiges Zeug zusammenzumischen. Der angebliche Leiter ist angeblich von einem Hasspediger aufgestachelt worden, sich per Bomben zur Wehr zu setzen. Ich kann nur sagen, der Hasspediger in Neu-Ulm war Mitglied des Verfassungsschutzes. Ein mögliches Szenario sieht so aus: mit Autobomben an mehreren Orten in Deutschland gleichzeitig Anschläge durchzuführen. Wir nennen das Simultananschläge. Wir sind in Deutschland hier noch vergleichsweise gut weggekommen, weil die SPD und Schröder damals gesagt haben, wir machen da nicht mit. Aber, das muss man klar sagen, wir sind Alliierte in diesem Krieg. Die USA führen den Irakkrieg von Deutschland aus. Ohne dass die Amerikaner aus Ramstein ihre ganzen Truppen und Logistik dorthin bringen, wäre ja der Krieg gar nicht so durchführbar. Wir sind nicht aktiv beteiligt, aber wir geben Hilfestellung unserem großen Verbündeten, damit er diese illegalen Kriege führen kann. Wir sollten also nicht immer nur auf Amerika gucken, ne? Sondern wir sollten unsere eigene Regierung auf die Finger gucken. Und da stellen wir eben schon seit längerer Zeit fest, dass offensichtlich Recht und Gesetz beim politischen Handeln nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Und da verweise ich mal auf das Grundgesetz, Artikel 20.3, wo ganz klar drin steht, dass die Exekutive und die Legislative an Recht und Gesetz gebunden sind. Das heißt, es gibt kein politisches Handeln außerhalb des Rechts. Wir sind dort mit der Bundeswehr am Hindukusch, weil wir dort die Freiheit Deutschlands verteidigen, weil diese Freiheit Deutschlands durch Terroristen bedroht ist. Und wir müssen dort in Afghanistan sein, um die Terroristen vor Ort zu bekämpfen, bevor sie zu uns kommen. Das ist sozusagen die Kommentarlinie und die Berichterstattungslinie in der gesamten deutschen Presse. Man ist gar nicht gewillt, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen, weil dann müsste man ja die transatlantischen Bindungen, die ja Teil der deutschen Staatsräson sind, nicht? Das geben ja alle Bundeskanzler immer wieder von sich, müsste man ja dann in Frage stellen. Das ist fatal. Wir wünschen, dass unsere Regierung immer nur unser Bestes will und nur für unser Gutes arbeitet. Und wenn wir jetzt auf einmal feststellen, dass die Regierung sozusagen unser ärgster Feind ist, dann ist das so eine schlimme Sache, so bricht sozusagen unsere Welt so total in sich zusammen oder würde es, dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen. In dem Moment, wo man nämlich die Ungeheuerlichkeit sozusagen anfängt, auch nur zu denken, wird das Ganze furchtbar komplex und kompliziert. That would mean we would really have to review our constitution. We would really have to review our democratic system that work with people who are sometimes even not capable of doing what they are doing today. Die Firma General Electric ist sehr groß im Waffengeschäft. Andererseits gehört ihnen aber auch einer der größten Fernsehnetzwerke wie ABC. Also es ist ja ganz klar, dass es in diesem Konzern einen Interessenskonflikt sozusagen gibt zwischen den Kriegen, die also gut fürs Geschäft sind, und wie man über diesen Krieg berichtet. Forces of evil declare the war. Why do they hate us? That's the question everybody's asking. Und jeder Chefredakteur steht in diesem Spannungsverhältnis zwischen objektiver Berichterstattung und seinem Verleger, der Geld verdienen will. Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes, and we should just support that, you know, and be faithful in what happens. Do you trust this president? Yes, I do. Es ist wirklich ein nuttenhaftes Gehabe, wenn man als Journalist sich zwar auf Pressefreiheit beruft und sagt, ja, die Medien sind die vierte Säule der Verfassung. Die Medien sind offensichtlich nicht bereit, nachzuhaken, warum Bush nicht die Leichen ausliefert an die Familien und damit also eine objektive Identifizierung zu ermöglichen. Our people are going to find out the truth, and the truth will say that this intelligence is good intelligence, no doubt in my mind. Die Medien fragen nicht nach, wo denn die Abfangjäger geblieben sind. I'm working my way over to figuring out how I won't answer that. Die Medien fragen so viele Fragen nicht, die auf der Hand liegen, die jedem, der auch nur halbwegs ein bisschen kriminalistisches Interesse hat, wirklich direkt auf der Zunge liegen, sondern jeder, der gefragt wird, als Verschwörungstheoretiker denunziert. Um das zu verhindern, auch die Gefahr, dass ja im Grunde genommen dann eine Art Mörderbande als Regierung rauskommt, die dann irgendwann am Galgen hängen könnte, beziehungsweise lebenslänglich eingesperrt wird, muss man das natürlich möglichst niedermachen. Und Bush hat es ja denn auf der UNO-Vollversammlung verlautbart, hüten wir uns vor Verschwörungstheorien, die nur von den wahren Tätern ablenken wollen. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves. Allein das Nachrichtengeschäft kann über Geheimdienste, die Gott und die Welt abhören, sämtliche regierenden Figuren einer Republik, kann so interessant gestaltet werden, dass die teilweise auf Wochen die Meinungsführerschaft in einem Staat in der Medienlandschaft organisieren können, im Sinne derer, die ihnen das an die Hand reichen. I have great respect for the media. I mean, our society is a good, solid democracy. Because of a good, solid media. Das hat letztlich dann zu der Situation geführt, in der wir heute sind, dass 10-20% der Bevölkerung sich das ansatzweise vorstellen können, dass es tatsächlich ein Inside-Job gewesen war. Und es hat sich auch mittlerweile in den USA eine relativ große Bewegung aufgebaut, die dann auch die Aufdeckung dieser Ereignisse fördert.
In Deutschland gibt es auch eine Bewegung, würde ich sagen, oder auch ein Bewusstsein, die ist natürlich nicht ganz so stark wie in den USA. 50% des Américains veulent une nouvelle enquête du Congrès ou du Sénat sur sur le 11 septembre. Man muss eben Druck auf die eigene Regierung ausüben und so lange bohren, bis die tatsächlichen Geschehnisse, so wie sie abgelaufen sind, ans Tageslicht kommen. Dann kommen vermutlich andere Täter und Schuldige dabei raus als die, die wir jetzt auf der offiziellen Täterliste haben. Howard Dean recently seemed to muse aloud whether you had advanced knowledge of 9/11. Yeah. Look, there's time for politics. And you know, it's time for politics and it's an absurd insinuation. Nouvelle enquête en septembre. Nouvelle enquête en septembre. Mon esprit critique, lorsque j'observe les événements, les explications qui sont données ne me convainquent pas. J'aimerais bien que l'enquête soit réouverte et que soit fouillée un peu plus en profondeur ce qui s'est passé. Weil ich nicht damit einverstanden bin, dass Regierungen uns belügen und wir dem Ganzen Glauben schenken sollen, ohne dass wir die Wahrheit dahinter erfahren. Man kann nicht einfach nur zusehen und schweigen, das geht nicht. Dann verliert man seine Achtung vor sich und vor den Menschen. Oui, je parle dans un micro, Emma, parce qu'on m'interroge. Je crois que c'est assez clair. Il suffit de regarder un petit peu les images, il suffit de s'informer, d'aller sur des sites internet et de sortir de la presse traditionnelle pour se rendre compte qu'on nous ment. On peut trouver sur internet le nom des gens responsables et des lobbies responsables dans le monde entier. Naja, ich meine, auf Internet sagen sie das schon eine Zeit lang und ich finde das absolut bescheuert, sagen wir mal so. Wenn eine Regierung anfängt, eigene Leute abzuschießen, ich meine, das kann doch nicht möglich sein. Tut mir leid, also ich find's schwachsinnig. It's very important that we show the people that we are real people. And that there are millions of us. Qui parle de ça? Ça fait quand même quelques années que l'événement est arrivé, ça fait quelques années qu'on explique les erreurs et personne n'en parle. We want an investigation, not a re-investigation, on what happened 9/11 2001. It's very important for world history that we know what happened that day. Move yourself and ask some questions because it's in evidence that we don't know what happened on this day, on the day of 9/11. It's very important to have the answer. And I think people should get together and, support each other. Il s'agit quand même de la personne, de l'être humain, de son respect, du respect de sa liberté. Alle Fachleute sagen, die Terroristen kommunizieren immer stärker mit Hilfe des Internet und auch dadurch, dass man auf Computer Zugriff hat. Das geht ja gar nicht mehr mit E-Mails, wie man sich das so vorstellt. Und dass man deswegen diese Möglichkeit braucht, in eng begründeten Ausnahmefällen auch auf den Computer Zugriff zu haben. Dafür braucht man eine Rechtsgrundlage. Bisher hat man es ohne gemacht. Die Abschaffung grundgesetzlich verbriefter Rechte kann nur dazu dienen, Herrschaft einfacher zu machen in Zeiten der Krise.
da sich die Bevölkerung darüber bewusst ist, dass ihnen das Geld dabei aus der Tasche gezogen wird. In jeder Krise verliert die Masse der Bevölkerung Einflussmöglichkeiten, Geld, Freiheiten. Und damit ist es klar, dass also das Interesse von Herrschenden ist, dass die Situation beruhigt und bereinigt wird. Und deswegen ist es natürlich auch klar, dass man sich Widerstandspotenziale nicht gerade hochzüchten sollte, sondern umgekehrt zurückgedrängt werden und im Keim erstickt werden sollen. We just need a change. We need change. We've had enough. And we are not going to let a bunch of crooks and robber barons take our beautiful Texas away from us. Hell no! Wenn Leute demonstrieren, lässt man sie zwar demonstrieren und Bush stellt sich dann noch hin und sagt, ja, das zeigt ja wieder, wie freiheitlich wir sind. Wir lassen ja auch mal samstags mittags 1 Million Leute über die Straße laufen. Das wird als Freiheit sozusagen dann noch inszeniert. When my grandchildren ask me someday, you know, what did you do? I say, well, at least I went to a demonstration, you know. Sie werden uns auch in den nächsten Krieg reintreiben. Die USA, wenn es nach denen ginge, würde ja schon Iran bombardiert. Die Pläne und alles ist vorbereitet. Es sieht so aus, dass man nur noch auf einen Grund wartet. If war is forced upon us, we will fight with the full force and might of the United States military and we will prevail. Wir haben den 11.9. ja fast alle miterlebt. Unsere Kindeskinder werden das nur aus den Zeitungen nach und nach kennen, aber wir haben das ja alle gesehen. So einen schrecklichen Anschlag, der auch noch im Fernsehen gezeigt wird, sowas gab es noch nie. Also alle diese fatale Politik hätten wir ohne 9/11 nicht und deshalb muss man 9/11 aufklären. Was ich mir wünschen würde, ist Mut zum logischen Denken. Mut dazu, Widerstand zu leisten, auch gegen Mehrheitsmeinungen, sich an das Grundgesetz und an das Völkerrecht zu halten und das einzufordern. Überall dort, wo einfach nur gesagt wird, ja, die Amis sind halt eben so oder naja, das werden wohl halt eben schon Araber gewesen sein, die dann den 11. September gemacht haben und. Wenn sie Zweifel daran haben, wenn sie nach den Beweisen suchen, dafür, dass es wirklich islamische Terroristen gewesen sind, dann nennen sie diese Zweifel doch. Wir müssen schauen, dass immer mehr Menschen wissen, was ist eigentlich wirklich los? Was sind die Motive? Sie müssen einfach wissen, was uns erzählt wird. Das stimmt einfach nicht. Wir haben keine Fakten, sie haben keine Beweise. Aber sie haben genügend Chuzpe, Hunderttausende von Menschen in den Kriegen, die zufälligerweise auch noch ihren Interessen dienen, umzubringen. Wir wissen, dass durch die Geschichte Regierungen zu allem fähig sind. Sie können unglaubliche Verbrechen begehen, sie können ihre eigene Bevölkerung sozusagen opfern, um eine Absicht, eine Strategie, einen beschlossenen Krieg dann verkaufen zu können an die Bevölkerung. I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind.